Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich zur Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gegen die Sportfreunde Lotte begrüßen. Was auf dem Feld so alles passiert, wird uns jetzt unser Cheftrainer sagen. Was wir hoffen, was passiert, ne? Hallo erstmal. Was passieren wird, werden wir schauen, aber wir wollen natürlich gegen Lotte versuchen, erfolgreich unser erstes Heimspiel im neuen Jahr bestreiten, wollen sehen, dass wir da versuchen wollen, die 3 Punkte einzufahren. Wir wissen, dass es nicht eine einfache Situation ist. Lotte hat sich in den letzten Spielen sehr gut mit dem neuen Trainer nicht nur gefangen, sondern auch ganz klar Struktur wieder in ihr Spiel gekriegt. Spielen ein, so würde ich es interpretieren, ein 4-2-3-1 mit dem Ball, ein 4-4-2 gegen den Ball. Ist eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, die sehr defensiv gut agiert, die nicht umsonst in Rostock 3-0 gewonnen hat. Und das zeigt nicht nur das Ergebnis in der Höhe, sondern auch, wie sie es da gespielt haben. Ja, mit einer sehr hohen Disziplin, mit einem sehr guten Spiel nach vorne und haben da Rostock immer wieder auch vor Schwierigkeiten gesetzt. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass das bei uns nicht passiert. Insgesamt ist es für mich eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, die sich nach den doch sehr unruhigen Zeiten jetzt im letzten halben Jahr bei Ihnen mit mehreren Trainerwechseln sich gefangen hat und uns alles hier abverlangen wird. Und wir wissen natürlich, dass das für uns kein einfaches Spiel wird, gerade auch aus der jetzigen Situation, so was sich die letzten Tage ergeben hat, ist uns natürlich auch bewusst, dass da ein gewisser Fokus auf uns liegen wird. Aber damit müssen wir umgehen. Personell sieht es so aus, Basti Schonlau hat die 5. gelbe Karte, Fatih Ufuk hat Knieprobleme, die längerfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit sein werden. Dafür ist Marlon Ritter wieder ins Training ein oder ist wieder im Training dabei und macht einen sehr, sehr guten Eindruck, sodass wir auch von uns aus in der Situation sind, ihn auch von Anfang an bringen zu können. Also wird er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kader sein. Ja, das gibt es erstmal zu uns zu sagen. Ja, und sonst volle Attacke. Gibt es Fragen? Peter Klute, Westfälisches Volksblatt. Herr Baumgart, was machen denn die zu Wochenbeginn gekommenen beiden Neuen? Kommen die auch schon für den Kader in Frage? Ist das durch die Ungewöhnung noch ein bisschen früh? Wie ist da der Stand? Der Stand ist so, dass beide in einem sehr guten Zustand, also in einem sehr körperlichen Zustand sind, haben ja auch beide komplett trainiert. Ihnen fehlt vielleicht so ein bisschen die Spielpraxis, aber beide kommen für den Kader oder sind für den Kader eine Alternative. Wir werden sehen, gerade auch mit den 2-3 Tagen, die jetzt passiert sind, ob wir der Meinung sind, dass wir sie schon mitnehmen oder nicht. Aber wir haben sie ja auch nicht umsonst geholt. Also ich glaube schon, und das ist ja auch wichtig auf das, was jetzt in den Tagen passiert ist, dass wir die 3 Verpflichtungen, die wir gemacht haben, gerade auch in der Offensive, ja auch ganz klar zeigen, erstens, wie wir weiterspielen wollen, ja, und natürlich auch Alternativen gesucht haben zu den Personalien, die wir vorne haben, um da auch genauso erfolgreich weiterspielen zu können wie bisher. Kann der SC Paderborn denn jetzt auch bestätigen, dass Dennis Rebeni endgültig weg ist? Nein, nicht zu 100%. Okay, weil das gemeldet wurde eben schon. Ja, das kann sein. Bei Online 3 habe ich es auch gelesen. Aber er wird, egal was passiert, der wird auf keinen Fall am Samstag spielen. Das werden wir sehen, wenn es da nicht dazu zustande kommt. Wie gesagt, im Moment sieht es so aus, dass er den Weg dahin geht. Das muss man so sagen. Aber wie gesagt, wir haben noch keine offizielle Bestätigung. Und solange das nicht ist, ist im Fußball alles möglich. So, wenn er wiederkommen sollte, ist er dann auch für Samstag eine Alternative. Na klar. Der Kollege vom WDR gibt dir einmal das Mikrofon nach hinten. Vielen Dank. Herr Baumgart, wie haben Sie das aufgefasst, dass der torgefährlichste Mann jetzt künftig wohl nicht mehr dabei sein wird? Ja gut, wir haben ja schon im Winter oder wir haben ja schon im letzten Jahr gesehen, wie wichtig Dennis für uns war und ist. Und er ist natürlich ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft gewesen. Aber die Neuverpflichtung, die wir gemacht haben, haben wir genau in dem Bewusstsein gemacht, dass wir Alternativen brauchen, dass wir da nicht nur jemanden brauchen, der ihn ersetzt, sondern eben halt der gleichwertig ist. Und das haben wir mit Philipp Tietz und Kavane Yeboah auch versucht auszugleichen und werden wir damit auch ausgleichen. Und von der Warte her fühlen wir uns gut gerüstet und wir haben es natürlich so aufgenommen, dass es im ersten Moment natürlich für uns erstmal Gedankenspiele auch waren.
Ja, also nicht so, dass man so einfach sagt, wir geben jemanden in seiner Position einfach so ab, sondern es muss ja immer abgewogen werden, inwieweit man damit umgehen kann. So, und wir aber der Meinung sind, insbesondere auch ich und das Trainerteam oder das Trainerteam und ich, dass wir das sehr gut kompensieren können und dass wir davon überzeugt sind, auch ohne Dennis, wenn es dazu kommen sollte, weiter den erfolgreichen Fußball und Offensivfußball zu spielen, den wir bisher gespielt haben. Weil das ist unser Ziel gewesen, schon ab Sommer, dass wir einfach diesen Offensivfußball auch zeigen wollen und das wird sich jetzt nicht verändern oder soll sich auch nicht verändern. Das heißt, wir werden genauso versuchen, nach vorne zu spielen und deswegen waren die Verpflichtungen, die wir gemacht haben, ja auch ganz klar dahin, auch mit der Orientierung Alternativen im Sturm zu finden, wenn wir eben auch da immer wieder ersetzen müssen. Weil das ja normal ist, es ist eine lange Saison, es kann immer was passieren. Wir haben es gesehen, Marlon Ritter verletzt, Dennis Rebeni verletzt, wo wir froh sind, dass beide sehr früh wieder eingestiegen sind, was auch eine sehr gute Arbeit von unserem Staff drumherum war. Und da war uns aber klar, dass es mit denen alleine nicht geht. So, und wenn die Situation jetzt so eintrifft, dann muss man auch deutlich sagen, dass wir immer gesagt haben, wir sind ein Verein, der Spieler ausbildet, der Spieler besser machen will und dann aber auch mit dem ganz klaren Ziel, wenn jemand kommt und ich sag mal eine ganze Menge hinlegt, dass man dann auch damit leben muss, dass Spieler wieder gehen. Das ist das Geschäft, da sind wir ein Verein, der eben auch die Größe dafür hat, Spieler auszubilden und sie dann auch abzugeben und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus im Moment in der positiven Arbeit, dass so ein Angebot überhaupt gekommen ist und ich sehe das positiv, ich sehe das auch ein ganz klar positives Zeichen für uns, in unserer Arbeit, auch eine Bestätigung in unserer Arbeit. Und jetzt heißt es einfach wieder neue Aufgaben angehen und die Lösung zu finden. Und darauf freue ich mich. Gibt es weitere Fragen? Hartmut Gleimann, Neue Westfälische. Ich weiß, dass Sie jetzt sagen werden, dass Sie nicht der richtige Ansprechpartner sind, aber ist das Thema weitere Verpflichtungen jetzt erledigt oder schafft jetzt dieser Wechsel von Dennis auf die Insel noch finanziell neue Möglichkeiten, dass man nochmal nachlegen kann? Also ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, wie immer, aber da wir alles gemeinsam machen, Markus und ich gerade auch, was diese Besprechung angeht, ist so wie die Dennis-Rebeni-Geschichte auch im Moment auch nichts vom Tisch, was sich verändern wird oder verändern kann. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und wer das jetzt miterlebt hat, wie wir das letzte halbe Jahr gearbeitet haben, hätten wir nie sagen können, es ist jetzt erledigt, es passiert nichts mehr, weil im Moment passiert eine ganze Menge bei uns. Und deswegen sollten wir mal abwarten, bis wirklich das Transferfenster geschlossen ist, ob da noch was passiert und wenn, wie was passiert. Peter Klute. Tendieren Sie jetzt dann eher dazu, wenn wir davon ausgehen, dass Dennis am Samstag nicht dabei ist, dann nur mit einer Spitze zu spielen, 4-1, 4-1, wie sie es schon ein paar Mal gemacht haben auch, oder ein zweiter Stürmer, auf jeden Fall. Ja, ich gehe davon aus, dass Philipp Tietz auflaufen wird für Dennis Rebeni, dass wir im ganz klaren 4-4-2-System spielen werden. Wie gesagt, ich habe ja nicht umsonst gesagt, wir möchten das spielen, was wir uns vorgenommen haben, auch mit der Möglichkeit, offensiv zu spielen. Wobei man natürlich klar sagen muss, mit allen drei Neuverpflichtungen, mit dem Genesungsprozess von Marlon Ritter, haben wir natürlich können wir sehr flexibel im Angriff agieren. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten mittlerweile, die wir, glaube ich, sehr offensiv gestalten können und darin soll es auch gehen. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir dann, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir berechenbar waren, aber mit der Möglichkeit der verschiedenen Spielertypen, die jetzt da sind, glaube ich, auch jeden Gegner immer mal wieder für Aufgaben stellen können. Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass Marlon auch wirklich schon ein Kandidat ist, anzufangen auch. Marlon ist ein Kandidat, anzufangen. Also Marlon macht einen Eindruck im Training, als wenn er nie weg war. Das kann ich so sagen. Das ist auch überraschend für uns. Er macht einen sehr fitten Eindruck. Er macht einen Eindruck, dass er auch am liebsten heute schon auflaufen würde. Aber das macht, glaube ich, fast jeder Spieler. Für uns einfach überraschend, ich sag mal, wie er schon im Training agiert. Und deswegen ist er eine ganz klare Alternative, dann entweder aufzulaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber dann eher, dass er im Kader ist. Aber durchaus eben auch diese Gedankenspiele, deswegen, wir haben ja noch einige Einheiten jetzt vor uns, dass wir schon sagen, er ist nicht nur eine Alternative. Weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Rahmenbedingungen des Spiels. Wir haben aktuell 6.002 Karten verkauft. Da sind noch keine Karten für Gästefans von Lotte dabei, weil die keinen Vorverkauf in Lotte gemacht haben. Wir rechnen mit insgesamt 7.500 bis 8.000 Zuschauern. Davon
250 Fans aus Lotte. Und dann vielleicht noch eine Information zu einer Auslosung heute Nachmittag um 16 Uhr. Dort wird in Kaiserau dann das Westfalen-Pokal-Halbfinale ausgelost. Wir werden direkt nach der Auslosung darüber informieren, wer unser Gegner sein wird. Es sieht aktuell so aus, dass durch die Dauerkarteninhaber und Mitglieder und die ganzen Pflichtkarten, die wir haben, es nicht zu einem freien Verkauf kommt. Aber das werden wir dann, wenn die Frist zu Ende ist, nochmal begutachten und dann am Montag, dies Freitag 23.59 Uhr und werden dann am Montag oder Dienstag eine entsprechende Erklärung dazu abgeben. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wünsche ich eine gute Verarbeitung der Informationen und wir sehen uns Samstag hier in der Bendler Arena wieder.